Jo Leute, was geht? Chef Stroh ist hier am Start mit einem neuen Video. Und heute machen wir wieder Früher gegen heute, euer Lieblingsformat, mit niemand anderem als Aqua. Wer Aqua nicht kennt, sollte aufhören mit Fortnite. Aqua hat mit Nilrox im Duo den World Cup gewonnen. Und wir wollen uns mal angucken. Aqua ist somit einer der besten Spieler aus Deutschland, Österreich, Schweiz in dieser Umgebung. Wollen wir einfach mal gucken, wie er sich vom 30.06.2018, also länger als ein Jahr, verändert hat zur heutigen Zeit. Also gucken wir einfach mal rein. Und wie gesagt, wir schauen uns immer ein bisschen von früher an, ein bisschen wieder, wie es dann heute aussieht. Und da sieht man meistens eigentlich nochmal einen krassen Sprung, obwohl sie damals eigentlich schon krass waren. Gucken wir mal rein, ne? Die Grafik ist halt jetzt nicht die beste, ne? Aber es ist jetzt auch nicht so schlimm. Es geht nicht um die Grafik, es geht ums Gameplay. Damals gab es noch die Tech-SMG, die war auch wieder eine kurze Zeit drin, wurde auch dann wieder rausgenommen. Das alte Retail, was jetzt hier wieder zurückgekommen ist. Nur mit Zombies. Double Pump, man kennt sie. Was von vielen Leuten auch immer noch irgendwie gewünscht wird. Bin mal gespannt. Viel der Aqua ja nichts zu erzählen. Ich habe es auch, glaube ich, damals zum Weltrekord gewesen oder ein Rekord aus Österreich, den er aufgestellt hat. Wieder, da war dann schon langsam so der Anfang, dass man halt dann Aqua irgendwoher gekannt hat. Was liegt da auf dem Boden? Aber da wird man wieder nicht gebaut, ne? Absolut 1 HP. Da hört man ihn zum ersten Mal. Der Doppelpump ist so mächtig einfach. Aber guck mal, das war vor einem Jahr. Vor einem Jahr hat Aqua schon so gebaut. Und das ist dann halt. Das hat schon da ist ein krankes Level gewesen, ne? Aber was liegt denn, was lag denn da auf dem Boden, Alter? Ah ja, auf jeden Fall gerade ein Lama kaputt gemacht. Arbeiten. Ich kann das irgendwie gar nicht, ja, pretty schön. Puh, lecker. Wie gesagt, also, wenn ich überlege, vor einem Jahr hat Aqua schon so gebaut und das war echt krass vor einem Jahr, dass man so gebaut hat. Da war schon die Zeit schon, dass Leute schon besser bauen konnten, aber das hier war halt schon echt krankes Level, Alter. Auch so mit Editieren und allem. Ach man. Das hat er vor einem Jahr gemacht, müsst ihr euch überlegen. Ja, das ist halt schon. Will gar nicht nachher wissen, wie das andere Video wird. Also, Aqua ist dann auch, ist auch mechanically echt ein richtig krasser Absolut ein Spieler. Superhit. Auch wenn man einfach was nur Pixel erkennt. Das Wichtige ist, dass man erkennt, wie krass das ist. Ich habe auch das Video in HD, nur dass ihr da nicht denkt, ich verarsche euch oder so. Das zum Beispiel ist ein bisschen langsamer, als das wahrscheinlich heute macht, aber wie gesagt, zu damals ist das halt schon, wenn du halt einfach das Niveau und den Skill mit anderen Spielern vergleichst, das ist halt lächerlich, ne? Das ist halt einfach lächerlich, was er da schon abgezogen hat. Und die Schüsse sitzen halt auch, ne? Die Jagdgewehrschüsse sitzen, Gefühl sitzt einfach alles. Jetzt ist er ein bisschen deep gegangen. Schon hochgenintet. Glück gehabt, dass der Gegner nicht trifft. Alter, ist das gerade stressig. Ich dachte, er zieht sich jetzt runter. Guten Morgen, Nele. Guten Morgen, Aqua.
Passiert nicht mehr viel, ne? Und den nächsten geholt. Hat den jetzt schon eigentlich hochgeholt? Ich frag mich gerade, Mann. Ah, Junge. Die haben halt auch gar keinen Bock mehr, ne? Also, wenn du halt so aus dem Leben gestompt wirst, hätte ich danach auch gar keinen Bock mehr. Der hat jetzt schon 12 Kills, wisst ihr, wie ich meine? Da wirst du halt von einem geholt, der halt 12 Kills hat. Dann kommt, guck mal, da, so haben damals Leute gebaut. Und dann kommt halt so einer, der halt Edits Nur macht. echte Menschen. Die Pumpgun einfach durch. Einfach Dauerbeschallung. Okay, schauen wir uns den Fight an. Shot in drei, Also. zwei, eins. Mit Ansage auf jeden Fall krass gewesen. Also, wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, dass Aqua schon damals einfach so vom Skill her einfach viel, viel höher war als die meisten. Wenn man mal guckt, so vom Bautechnischen her mit Editieren und sowas, ist es halt schon top-notch. Wir schauen uns mal das neueste Video von ihm an. Oder eins der neuesten. Das ist jetzt EU-Kill-Rekord in Solo-Arena. Das ist jetzt dann 18.07. Guck mal, das ist fast genau ein Jahr her. Was war das? 18. Das war 30. Okay. Gehen wir mal rein. Qualität hat sich auch verbessert. Schöner Deagle-Hit. Ich hab doch die Tech genommen. Okay, nice. Also, der spielt ja wieder super gut. Wow. Schön 28er reingedrückt. Ich bin mal gespannt, wie es Er hat weitergeht. meinen Wally kaputt gemacht. Meine F Hä, warum halt. Mal ganz kurz. Warum liegt der am Baller? Hä? Wait, das ist doch die neue Season, oder? Leider nicht gerade ein Brawler. Bin ich gerade dumm? Hä? Jetzt wird er noch geklaut. Wow, die Bombe. Glück, dass er das nicht getroffen hat. Ich will gerade wissen, ob da gerade ein Baller lag. Irgendwie. Das Witzige ist, der Typ denkt, der kann jetzt da richtig Gas geben. Jetzt spielt er gerade gegen Aqua. So sieht aus, ist der andere auch nicht ganz nicht so schlecht. Twitch wechseln wurde absolut die Ehre genommen. Ich hätte so kein Wort mehr. Habt ihr das gesehen, wie euphorisch der auf Aqua gerade zugegangen ist? Und der hat ihm einfach komplett, Junge, das ist so krass, mit der Cone direkt raus, zugemacht, Stair genommen. Junge, das ist dann. Guck mal, da siehst du einfach wieder auch zu heute. Ist das so ein anderes Level? Es ist so krank, Alter. Trotzdem. Schreibt in die Kommentare, ob das voll ein Baller war, der lag. Oh, schöner Headshot, sag ich schon, schöner Body-Hit. Na, der Prüfer doch. War knapp. Ja, ist noch ein anderer, oder? Ja. Ah, das ist noch mit Flintknock.
Lol, das ist noch von der alten Season, fällt mir gerade auf. Lol. Jungs, ey, das ist ja so dumm. Es ist eins seiner neuesten Videos, aber es ist noch von der Season davor. Er hatte da schon über 1000 Punkte. Lol. Ja, okay, das war's wieder komplett, Alter. Man kennt ihn. Ist das krank, wie schnell Aqua ist. Ja, steht's auch. Ein Punkt. GG, 7 Kills. Das einzige, was er hat, eine Kau-Attack. Alter, erstmal Props, was er gerade mit dem gemacht hat, mit den anderen. Zweitens Props an mich, dass ich das nicht gerafft habe. Dass das die alte Season ist. Ich dachte halt, weil er 1000 Punkte hat, dass er einfach am Anfang diese Bombe gedroppt hat. Wie viel droppt er da? Ah, nice, Alter. Ich glaube, da lachen sich gerade ein paar Leute ins Fäustchen, wenn sie das Video sehen. Es ist so krank, wie schnell die editieren. Du denkst mir so, ja, du hast dich schon verbessert, und dann guckst du dir sowas an und denkst dir so, Junge, what the fuck, Alter. Verstecken sollen, Bro. Nächste Busch jetzt weg. Wie schnell kann man denn sein, Alter? Ey, kann ich mal aufhören, meine Shots zu missen, bitte? Wow. Na, der trotzdem. So geht's auch. Aber ist trotzdem krass, wie gut Aqua ist. Also, Retalk. Wir gucken uns mal noch das Ende an. Er macht aber schon wieder viele Kills, sonst geht das Video viel zu lange. Wir gucken mal, was er da so am Ende macht. Wie viele Leute leben da noch? Ja, komm, wer die letzten zwei noch holt, gucken wir uns an. 25 Kills. Also, wer aber die 27 macht. Mir hätte auch vorher nicht auffallen müssen, dass die Leute geshadownated sind. Das ist mir einfach gar nicht aufgefallen. Der macht 26 Kills. Nice. Also auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo, Like da, ich würde mich freuen, lasst auf jeden Fall ein Abo bei Aqua da, ihr seht, das ist ein richtig krasser Spieler. Sorry für den Fail, dass ich nicht gerafft habe, dass das von allen Season ist, das ist ja auch 18.07. Ich dachte, das ist 18.08. Sei es drum, es kann nicht mal 18.08. sein, ich halte lieber meine Fresse. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und Like da, ich würde mich freuen, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Stream, haut rein, euer Chef.